So, jetzt könnten wir eigentlich nochmal die Smash-Stadt nehmen. Wo sind die? Auf der ersten Seite? Ja, ne? Erste Seite, also, rechts in der Mitte so. Ja. Und ich habe jetzt auch mal einen Charakter gewechselt, ich probiere es mal mit Kirby. Der fliegt zwar noch leichter weg, aber was soll's. Okay, ja, Kirby könnte interessant werden. Ich habe ewig nicht mehr mit Kirby gespielt, aber ich fand ihn eigentlich immer ziemlich cool. Schon auf dem N64. Ja. Das habe ich leider nie gespielt. Hast du was verpasst? Traurig. War auch witzig. Ja, glaube ich. Die Anfänge halt einfach mal zu sehen. Das ist ja. Ich glaube, ohne Super Mario Kart wird mir auch was fehlen. Macht jetzt heute nicht mehr viel Sinn, das nachzuholen, weil wenn man die Spiele heute spielt, dann denkt man sich auch, ja, ja, das Neue ist besser. Warum, ne? Muss halt immer mit dem Wissen rangehen, ja, das Spiel war der Vorgänger und wegen dem gibt es das überhaupt so, wie es das heute gibt. Es ist 15 Jahre her oder so, ne? Also, dass sich da das Spiel ein bisschen entwickelt haben könnte in der Zwischenzeit, das ist ja auch klar. Ja. Sollte man meinen. Bei manchen Spielen, die werden immer noch gezockt. Ocarina of Time. Ja, genau. Das geht auch immer. Das ist gut gealtert. Ah, aus dem Stein muss man eigentlich mehr machen, wenn du den machst. Du wusst nicht, wie ich mehr aus dem machen soll, wenn ich vorbeischlage. Nee, ich muss mehr aus dem machen, wenn du vorbeischlägst. Ja, das ist toll! Konter ins Leere, der war super. Konter ins Leere und danach noch der Instant-Treffer, vor dem du dich nicht schützen kannst. Das ist richtig unnötig. Ja. Hätte nicht gedacht, dass ich mit Kirby überhaupt so lange lebe. Aber was man ja auch sagen muss, so die Smash Bros. Teile haben auch, finde ich, einen guten Einzelspieler. Auch bei Brawl hat es sich jetzt nochmal richtig krass entwickelt, finde ich. Ja, mit dem Subraum-Emissär, ja, das richtig. Als Bonus, das war schon ziemlich cool. Richtig gut. Aber ich muss zugeben, ich habe nur einmal durchgespielt. Ja, ich glaube, ich habe ihn schon mehrmals durchgespielt. Teilweise auch zu zweit noch, das geht ja auch. Ja, ist beim zweiten Mal jetzt nicht mehr so faszinierend, aber es ist halt auch was Nettes, um die Charaktere freizuschalten. Und nicht immer diesen, ja, du gehst jetzt durch 5 Stages, wo immer ein paar andere Gegner kommen und wenn du schaffst, kriegst du entweder einen neuen Kara oder musst noch 20 Mal da durch, damit du noch einen kriegst. Das ist halt so ein bisschen lame. Eigentlich. Das frage ich mich auch gerade. Wir spielen gerade ein bisschen aneinander vorbei. Nein! Rede oder so, ich weiß. Plattform! Oh komm. Na, schade. Ist eigentlich ganz cool, wenn du dann von unten hochkommst und dann einfach mal den Konter zu machen. Wahnsinn, dass ich noch lebe. Okay, so viel dazu. Sollte man nie sagen, bevor der Gegner nicht weit weg ist von einem. Oh, das war knapp. Aber da habe ich den dann noch mal ein bisschen länger gehalten, um das Glück zu demonstrieren, dass ich noch lebe. Jawohl. Das ist halt das Problem an dem Stein. Wenn du den daneben machst, dann ja, hat der dann Gegner. Ja, du halt zwangsläufig getroffen, ich weiß. Aber probieren muss man es trotzdem. Ja. Bessere Attacke muss man haben. Verdammt. Der war sogar in die falsche Richtung. Der hat dich getroffen, weil du hinter mir warst. So richtig knapp. Naja. Ja, und der Einzelspieler, ja, der hat sich auch wirklich komplett weiterentwickelt immer, ne? Also beim N64 glaube ich, also zumindest glaube ich, dass... glaube ich nur 10 Stages oder so? Nee, Quatsch, so viel können es gar nicht gewesen sein. Ein paar Stages, die man hintereinander weggespielt hat, mit 2 Bonusräumen zwischendrin. Oder 3 Bonusräumen. Und das war's. Das war der komplette Einzelspieler, ne? Ja. Und bei Melee... Hast du jetzt nicht gespielt, aber kann ich einfach mal sagen. Ja. Gab es noch so einen Adventure-Modus dazu? Da hast du zumindest bis jetzt durch ein paar Stages gegangen, wo du dann auch so ein bisschen Goombas und so als Gegner hattest oder die Zombies. Ich weiß nicht, aus irgendeinem Zelda-Teil, glaube ich, waren die. Gibt es in irgendeinem Zelda-Teil Zombies? Was ist ein Zelda? Zelda, sorry. Ach, Zelda! Dumme Aussprache. Ja, in Ocarina of Time gibt es auf jeden Fall welche. Ja, okay. Gut, dann bin ich einfach unwissend. jedenfalls gab es da auch so Zombie-Stages und so. Ein bisschen nachgestellt aus anderen Spielen. War schon mal ein Fortschritt. Und auch die Event-Matches, weiß nicht. Kennst du die hier in dem Spiel? Event-Matches? Nie gespielt. Waren das sind solche kleinen Herausforderungen quasi, wo du
irgendjemand, der mehr Prozent hast, rausschlagen muss in einer gewissen Zeit oder so, oder keine Ahnung. Also ich kann mich daran erinnern, dass hier ganz viel war mit zusätzlichen Kämpfen in verschiedenen, unter verschiedenen Regelbedingungen, ja, oder genau, so, aber sowas. Waren das die Events? Das ist lang her. Ja, das war halt in MIDI auch schon mal dazu gekommen. Und das fand ich auch ziemlich cool, habe ich damals auch ziemlich gesuchtet. Vor allem, weil die Schwierigkeit da auch ein bisschen größer wurde. Und nicht so easy, easy peasy alles Matches hier. Das ist halt immer die Gefahr bei diesem Classic-Mode, ne? Dass es alles zu leicht wird. Ja. Und ja, jetzt hier halt den Subraum-Emissär. Das ist eigentlich so der fortgeschrittene Adventure-Modus. Ja, das hat dann wenigstens auch ein bisschen Scheinhandlung oder so. Mhm. Und sogar Scheinhandlung, die nicht einfach... Oh, ich komme jetzt als Captain Falcon zufälligerweise ins Pilzkönigreich. Wie kann das denn sein? Ja. Sondern halt ein bisschen, zumindest ein bisschen erklärt dahinter. Gut, wie die sich treffen im Einzelnen ist jetzt halt auch nicht so ganz, aber... Ja, zumindest sind immer zufälligerweise gerade am richtigen Ort oder ja, so, ne? Meistens. Zumindest, aber wenn sie sich einmal getroffen haben, bleiben sie auch zusammen, so. Ja. Und halt mehrere Charaktere, nicht nur einer, der aus irgendeinem Grund durch alle möglichen Stages durchrennt und... Ja, das war vielleicht auch ganz gut, dass man da ein bisschen gezwungen wurde, alle Charaktere mal durchzuprobieren, mhm, damit man wenigstens eine Vorstellung kriegt, wer was kann und so, ne? Ja, ist für, wow, Einsteiger. Gut. Ich hab gerade vergessen, wie man einen Stein auflöst. Ich hätte nur B drücken müssen, so ein bisschen. So, jetzt aber nochmal hier, nicht das Ding nur abgeben gegen Kirby-Spieler. Kannst du als Ike nicht bringen. Was gegen Kirby-Spieler? Nee, aber Ike und Kirby, das ist, muss eigentlich in die andere Richtung gehen. Das ist Kampf der Duellanten oder so hier. Der Marshmallow des Todes gegen einen Schwertkämpfer der Katastrophen-Overpower-Schläge. Ja, das klappt noch. Gute Sache. Ich kann es nicht glauben, dass ich hier nur 10% gemacht habe gerade. Ja, ist halt das Problem. Wenn es im letzten Leben nicht läuft, dann läuft's nicht. Ja. Ich bin irgendwie nicht wirklich an dich rangekommen. So, von mir aus können wir jetzt noch ein paar Item-Matches machen. Ja, mit gleichen Charakteren, wechselnden Charakteren oder so, oder? Wie du willst. Wir können auch Zufall-Karas nehmen. Ja, machen wir mal Zufall, das wird ganz bestimmt furchtbar in die Hose gehen. Ja. Soll ich alle Items anmachen oder wollen wir direkt Pokebälle nur? Mach mal nur Pokebälle, das ist immer, okay, witzig. Alles klar. Kennst du eigentlich die ganzen Pokémon, die da jetzt neu dabei sind? Also. Wo meinst du jetzt hier? Ja, hier in Brawl. Speziellen? Also die Namen kenne ich alle, aber ich habe noch nicht alle bei den Editionen in Action gesehen. Weil ab der vierten Generation bin ich raus. Also ich kenne nicht mal mehr Lucario eigentlich. Ja, kenne ich auch schon nicht mehr. Ich habe eigentlich nur die erste Generation gespielt, also Rot-Blau. Ja. Hier sind für mich alle fremd im Prinzip. Ja, das ist krass. Aber so ein paar aus der zweiten Generation, aus der dritten hast du jetzt schon dabei, die ich kenne. Aber es gibt halt auch ein paar aus der vierten schon. Ich glaube, mehr gab es noch nicht damals. Schade. Oh, Elektroball. Ja, der bringt mir jetzt voll. Wollte ich nimm das einen Pokéball mit in den Tod. Ich dachte gerade, ich bin Peach aus irgendeinem Grund. Okay. Ja! Ja! Ich hab fallen lassen, ich kann es nicht auch. Das Ding kann mich hier wunderbar rausschieben. Was hast du eigentlich für eine Stage gewählt gehabt? Final Destination mal wieder. Okay. Nee, ich finde hierfür mit Items eigentlich viel interessanter. Ja, mit Items können wir jetzt eigentlich auch mal ein paar Gammel-Stages wählen. Also das hier ist jetzt echt keine Gammel-Stage. Brücke von Elden, ich bitte dich. Nein, es klappt nicht. Ich bin zu schlecht. Ey, wieso? Oh, da sind doch noch andere Items an. Ah ja, ich glaube, ich weiß warum. Spikeball. Liegt wahrscheinlich daran, dass du alle Items an hast, oder? Normalerweise habe ich entweder also alle du hast Items alle aus an? Oder ausgewählte Items an. Ja, es gibt ja die Möglichkeit, auf keine zu stellen, oben. Ja. Und die Möglichkeit, einzelne Items abzuwählen. Du hast wahrscheinlich auf keine gestellt, aber einzelne Items... Ja, das ist ein fairer Kampf. Ja, sehr, ich meine, du hattest das Vieh, ich hab das Vieh, ist doch okay. Aber das wollen genau hinter dem... Gut. Ja, so viel dazu. Ja, ich hatte da auch schon mal eine richtig geile Aktion. Da habe ich mal mit Kumpels gespielt. Nee, ich glaube, es war sogar online mal ein Match. Und da haben wir auch einen Pokéball-Kampf gemacht. Ja.
Ich glaube, du hast Bomben, Stacheldinger und Pokebälle eingestellt. Das passt sehr gut zu meinen üblichen Einstellungen. Also wenn ich mit Items spiele, dann sowas. Ja, ich schätze, du hast halt auf keine gestellt, aber bei der Item-Auswahl hast du die drei halt noch angelassen. Nee, ich habe auch noch ein paar mehr an. Also dann müsste auch noch Helfer-Trophäen kommen und weiß der Geier was. Ja, die kommen, glaube ich, seltener. Kann man diesen Rettungssprung auch irgendwie abbrechen mit Peach? Müsste eigentlich. Wenn du nach unten drückst, dann macht sie den Schirm langsamer. Nee, dann gehst du schneller runter. Genau. Ja, Tatsache. Da aber er ist halt trotzdem scheiße. Da hast du halt das Problem, dass wenn der Gegner in der Nähe ist. Nein. Boah, du hast ihn echt jetzt. Boah, ich wollte noch wegrollen. Ich hasse es. Lasst mich doch in Ruhe, so, ihr blöden Pokémon-Viecher. Flieg mal nach oben. Ach, scheiße. Ich bin eindeutig im Nachteil. Ich kämpfe nicht nur gegen dich als Pokémon, sondern auch noch gegen alle anderen Pokémon. Mit der Macht der Pokémon. Es ist noch nicht vorbei. Clever. Ich habe gefühlt 100 Jahre gebraucht, um rauszufinden, was das für ein Move sein soll bei Lucario. Also, dass ein Konter ist, das sieht man ja nicht umgehen. Ja, ja, das stimmt. Das ist echt ein bisschen grusig. Ach, Mann. Stirb! Verdammt, der kann ja. Willst du dein Pokémon töten oder mich? Nee, ich wollte eigentlich nicht töten. Es kann sein, dass das jetzt mir gehört. Ja, das denke ich auch gerade. Ja, es gehört mir. Ja, nein, das gehört. Was? Cheater. Nein. Triff es! Triff ihn! Nein, das muss doch nicht sein. Ein billiger Treffer, aber wenigstens habe ich den. Das ist meiner. Ja, Peach ist echt arschlangsam. Die ist ja noch langsamer als Link. Kein Wunder, dass die ständig gerettet werden muss. Irgendwie nicht so clever. Ich hab gehofft, aber den Pokéball in den Abgrund zu schmeißen, genauso wenig. Ja, ich habe gehofft, ich könnte ihn weit genug schmeißen, aber nee. Dann rechts ist doch ein Pokéball, das habe ich doch gehört. Nein. Ja, Mobile! Boom. Nein! Du kannst den Pokéball gerne mitnehmen. Ist doch unnötig. Das Schlimme ist, ich kann dir noch nicht mal diese Kackbombe irgendwie werfen, weil dein... Ja, weil das Spiel im Weg ist. Ja. Geil. Nö. Sehr gut mir aufgefallen, dass Peach stärkster Angriff irgendwie ihr Hintern ist? Ja, fast. Das ist irritierend. Hui, so. Ich mein, nein, der hat den Pokéball gefressen, der Assi. Aber mit Lucario kann ich halt auch gar nicht spielen. Das ist halt echt ein krasser, behinderter Charakter. Ja gut, das gleicht sich dann aus. Ich kann mit Peach auch nichts. Also, ja. Da sind wir irgendwie gleichermaßen gehandelt. Wer wollte den Pokéball? Ich. Und tschüss. Ja, ich spring mal aus dem Bild eben kurz. Ja, mach das. Och ja, jetzt liegt da der Pokéball und ich komm nicht dran. Mist. Ich nehme ihn gerne für dich, keine Angst. Glaub ich dir. Das ist noch so ein Vieh. Und? Ja, da ist der Mobile. Wahnsinn. Nein. Ja, oh, das war unnötig. Oh, das war der Ausgleich. Ja, alles der Mobile hat leider ein bisschen zu früh. Was soll das denn? Läuft der noch hinterher? Gutes Ding. Hast du eigentlich Twilight Princess gespielt? Leider nicht. Da hast du was verpasst. Also, ich fand's ziemlich gut. Ich hab bei vielen Zelda-Teilen was verpasst. Hast du überhaupt irgendwelche gespielt? Ich bin gerade am Nachholen. Ja, also ich habe ja angefangen damals bei dir zu gucken mit Mega Man, als die alle nachgeholt hast. Mhm. Das war ja auch mal eine Bildungslücke, die unbedingt geschlossen werden musste. Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt zu jung dafür, das muss man halt einfach sehen. Ja, also ich kam mit Mega Man auch erst sehr, sehr spät in Kontakt, aber das lag in erster Linie daran, dass ich kein NES hatte. Also ich kam dann mit Mega Drive, kam ich in den Genuss und da dann wirklich gleich mit der extrem coolen Collection, also Wily Wars, das ist dann Mega Man 1, 2 und 3 in überarbeiteter Grafik, das war schon cool. Ja, das war blöd. Ja. Oh, da ist ja noch ein Bomben. Ja, das war unnötig. Das war eigentlich mir, oder? Nee, schon wieder nicht. Das mit dem Counter klappt immer noch nicht. Was? Ja, weiß nicht. Überarbeitete Grafik? Wie sah das dann aus bei Mega Man? Kann ich mir nicht bisschen, so... Nein! Ein bisschen mehr so wie Mega Man 5 auf dem Game Boy zum Beispiel. Ja, doch, da ziemlich ähnlich, kann man sagen. Okay, das habe ich sogar mal gesehen, aber... Sah da die Grafik nicht sogar schlechter aus, fast wie auf NES?
würde ich jetzt nicht sagen. Halt sehr, sehr eintönig von den Farben, ne? Aber ansonsten Gameboy-Style halt. Ja, genau, Gameboy-Style. Will ich doch nur greifen und zu meinem Mauzi bringen. Pokémon sollten zusammenbleiben, findest du nicht? Oh! Nein! Aber keine komischen Räuber, die Fässer auf den Boden werfen. Ja, und jetzt hat er noch den Pokéball. Jetzt kann es noch gut werden. Jetzt muss ich nur ein gutes Pokémon ziehen. Ja, ist schon mal ein guter Anfang. Ich flieg dann mal weg. Jo, mach das. Oh. Nein, das war mein Ball. Geh weg hier. Toll. Jetzt krieg ich den Ball trotzdem nicht. Du hast provoziert. Aber die Items kann man dann sich auch so lassen. Das ist auch witzig, ne? Ja, geht so. Ich weiß nicht, die Bomben finden, machen es, finde ich, ein bisschen kaputt. Kann ich das bei mir hier im Online-Modus noch umstellen? Ja. Ich sehe es gerade. Die Frage ist, ob ich drankomme, weil ich irgendwie keinen Kontakt mit meiner Remote zum Sensor habe. Achso, nee, das funktioniert ja sowieso nicht. Stimmt. Das muss man ja mit Nunchuk steuern. Verdammt. Ja. Gut, dann machen wir Helfer-Trophäen aus. Da kam jetzt sowieso keine. Bomben aus und die Stachelbälle halt auch aus. Dann haben wir nur Pokébälle ja, bei mir. Ja, das ist gut. Da kann man wieder ein bisschen mehr lachen. Aber das ist komisch. Es war keine Helfer-Trophäe da, ne? Nee. Das stimmt.